Keine Pfanddose, keine Sorge. Oh. Das heißt, du versuchst die Kissen so günstig wie möglich zu reparieren. Ja, genau, das ist meine Welt. Oh. Sitzt man auch spiegelverkehrt? Ja. Da gibt es auch einen Rechtslenker, pass mal auf. Deswegen, ich will mal gar nichts vorwerfen. Wer weiß, Alter, wer weiß. Das Leben, der Weg ist unergründlich. Der blaue Mann hat schon ewig weg, Ralf. Den hat der Tim gekauft, weil er getauscht mit mir. Und den hat er weiterverkauft. Den gibt's nicht, also bei uns gibt es den nicht mehr. So, willkommen beim aktuellen Autohandel-Update. Geil, ne? Ich fand das heute ziemlich gut, tatsächlich, muss ich sagen. Ein bisschen kalt, aber sonst gut. Also, wir haben viel Neues, tatsächlich. Ne? Wir haben einmal ein Skoda Fabia 1,9 TDI, seht ihr hier, mit 181 oder 189.000 Kilo, bin ich ganz sicher. Ziemlich gut vom Zustand, fährt auch ziemlich gut. Da kam jetzt am Samstag rein und hier, ja, und hat jetzt hier im Autohandel. Hat fast neue TÜV, macht seinen Job, ist ziemlich gepflegt, das Auto. Mache ich mir nicht viele Gedanken. Komm, so Community der Wagen tatsächlich. Und hier, wir beide haben schon viel gedealt hier an Autos so. Nee, der braucht nicht schimmeln, tatsächlich. Der bleibt mir extra aufgeladen. Boah, Alter. Oh, hart. Seht ihr, wenn ihr jetzt hier reinguckt, Innenraum ist gar nicht mal so übel. Auch wirklich, da könnte man meinen, das ist ein Schimmelfleck da rechts. Ist aber nicht. Die muss Tine morgen nochmal aufbereiten. Das ist ihr Job für morgen. Innen und außen. Und dann kann der eigentlich fast schon so raus. Wir fahren nochmal Probe und dann ist das cool. Hier unser Volvo 47, den kennt ihr ja auch. Der ist tatsächlich mittlerweile mit neuen TÜV und verkauft. Hat heute einer gekauft, den Wagen. Hat sich heute, also der war sehr, sehr schnell weg, der Wagen. Aber irgendwie ist auch, wenn du solche Volvos verkaufen willst, sind fix. Er hat zwei Kunden gehabt. Einmal einen älteren Herrn, der war hier, ja, der ist schon wieder raus aus dem Netz. Einen älteren Herrn, der war auch so, ich würde sagen, Ende, ja, Mitte 60, schätze ich mal. Der wollte den Wagen tatsächlich nicht haben, weil er ihn zu verbeult war. Weil ihr seht, der Wagen hat Macken hier oben. Da haben sie mal nachgemalt, nachlackiert. Da ist er vermackt. Da ist er überall angeeckt. Da ist er angeeckt. Das hier habe ich gemacht, professionell wie ich bin. Ihr seht, was hat er noch? Hier ist er mal irgendwo gegen geeiert. Da unten. Und er wollte halt einen Neuzustand. Ich sage ja, einen Neuzustand, also einen richtig guten optischen Zustand, ohne Dellen, ohne alles. Ich habe gesagt, Alter, das Einzige, was einen guten optischen Zustand ohne Dellen an dem Auto ist, ist der Schweller, den Gordon gemacht hat. Guck mal hier, Gordon hat den komplett unten Lanz lackiert. Sieht das nicht geil aus? Ich glaube, erste Lackierer hier unter uns. Wir haben durch die ganzen Schweller hinten noch gemacht. Die Schweller waren tatsächlich ziemlich hier, ziemlich hinüber, ziemlich dünn waren die. Das haben wir jetzt mal geändert, oder Gordon halt. Da gesagt, kann man so nicht rausgeben, finde ich auch. Ja, ist aber schon verkauft, der Wagen. Danach kamen zwei, die hatten den gleichen, oh, die hatten einen 49er Volvo als hier als Anhänger. Und den wollen sie jetzt hier hinten dranhängen. Das ist eine Anhängerkupplung bei dem Auto. Ja, die Kiste ist tatsächlich verkauft. Die geht an so ein Ehepaar, geht ja. Tatsächlich. Ganz liebe Leute, die beiden. Und die haben auch sofort gefühlt, haben auch voll gemerkt. Ja, und das, ich habe auch ungefähr das gekriegt, was ich dafür haben wollte für das Auto. Was auch in meinen Augen auch wert ist. Also ganz cool. Bist jetzt so, aber Volvo ist allgemein sehr beliebt. Wenn du so einen 7er Volvo hast oder 9er Volvo, Heckantrieb, die sind immer ganz schnell weg. Ne, war bei dem so. Hat gut geklappt. Die Lenze sind geil. Ich fahre die auch. Dann haben wir hier unseren Clio. Die Lackierung ist scheiße von dem Auto. Willst du machen? Aber das Ding hat schon locker 500.000 auf der Uhr oder sowas. Oder 300.000, ich weiß das nicht. Das Ding ist dann stehen geblieben. Willst du erwarten? Der Tacho von dem Auto funktioniert wieder. Er wird nicht kaputt eigentlich. Der ging nur einmal nicht tatsächlich. Hier, die Chromradkappen, die hauen doch alles raus, oder nicht? Hier ist unser Clio. Ob ich den Wagen jemals verkauft kriege? Keiner weiß es. Mittlerweile ist er echt zuverlässig, springt gut an, fährt gut. Habe ich, glaube ich, jetzt für 2,4 drin stehen, knapp, im Netz. Ich habe für den Wagen deutlich mehr als das bezahlt, unterm Strich mittlerweile, mit dem ganzen, was ich reingesteckt habe. Ja, aber
Nachfrage ist nicht gerade groß. War auf jeden Fall für meine Augen eine Fehlinvestition. Aber der Typ, der das Ding am Ende kauft tatsächlich, ist jemand, der hat eigentlich alles neu. Der hat neue Stoßdämpfer, der hat noch eine neue Zündspule, neue Einspritzventile hat der, der hat neue Zündkabel, neue Kerzen, rundum neue Reifen hat er gekriegt. Er ist schon wild. Also der hat richtig was, noch viel mehr noch, hat er noch gekriegt. Also das war richtig, das war eine richtige Baustelle, das Auto. Nee, Special Edition Radkappen sind das, seht ihr? Special Edition. Das macht den ganz special, die Edition. So ungefähr ist das hier. Ich finde der Chromstück ganz gut, also wahrscheinlich muss ich den Preis noch weiter runter. Stimmt, der vordere Hilfsrahmen ist auch neu. Neue Feder hat er auch noch gekriegt, genau. Ihr wisst Bescheid. Also auf jeden Fall ist die ganze Kiste komplett, die ist ziemlich durchgeschraubt mittlerweile. Läuft doch ziemlich gut jetzt. Hat auch keine MKL mehr an. Und läuft und fährt einfach. Ja, aber so ungefähr ist es. Der wird auch mal ein Zuhause finden. Ich wollte das erst als Werkstattersatzwagen nutzen, aber das hat sich mittlerweile auch erledigt. Irrelevant, Alter. Ich danke dir für 6,20 Mark, Alter. Dankeschön. 6,20 Mark für die Museumsgetränke. Auf jeden Fall. Muss noch holen, hast du recht, Mann. Ja, aber wie gesagt, Tine will den nicht fahren. Also Tine. Kann ich für ein Auto außer der Chrysler nicht begeistern. Gar nicht. So, naja gut, dem werde ich auch nochmal los, aber es fuckt ganz schon ab, das Ding, Alter. Das war ein richtiger Scheißkauf. Und ich habe noch hinten noch ein anderes Hof auf dem Hof stehen, was scheiße war, weil auch ein Schweinegeld gekostet hat, wo mir gesagt wurde, der ist eigentlich gut. Also ich habe immer so meine Geschäftspartner, mit denen ich arbeite. Da ist auf jeden Fall einer, wo ich nicht mehr so wie früher so sage, okay, wenn du sagst, passt das? Nein. Fand ich gerade. Ja, hier. Haben wir noch einen. Den kennt ihr gar nicht. Ein Twingo. Bin, ich glaube, ein bisschen über 200.000 gelaufen. Oder knapp 200.000 gelaufen. Ja, meine Mutter, die fährt da ja einen Tigra, ne? Wie wir den nicht haben. Ja, so wie er reingekommen ist tatsächlich. Ihr seht, eine Radkappe. Drei haben keine Radkappe. Kommt aus einer Neidikarre. Müssen wir einmal noch mal ein bisschen entrosten, optisch. Aber der hat schon einen nagelneuen TÜV tatsächlich. Da sind noch ganz viele Rechnungen bei, die habe ich schon reingeschmissen. Und der funktioniert. Also ist so ein Auto, was schnell weg ist. Hat ein dichtes Faltdach. Aber wir müssen ihn noch ein bisschen aufbereiten. Der hat ein bisschen rumgestanden vorher. Und den hat tatsächlich jemand Tim fertig gemacht, ein Kollege von mir. Und hat den ja am Ende nicht mehr gebraucht. Und dann hat er ihn halt mich weiterverkauft. 177.500, da ist er ja. Timmy, gut gemacht. So war das gewesen. Ich habe ihn noch nicht hier. Ich habe noch nicht eine Aufbereitung gehabt. Ich habe ihn wirklich nur hingestellt. Da muss Tina auch mal ran, genau. Der muss einfach was Liebe kriegen. Und vor allem schwarze Felgen und ein schwarzes Schweller, weil die sind leicht angebräunt. Und hier ein paar Radkappen braucht er. Dann haben wir eine Kiste für die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall, denke ich. Weil fahren tut er echt gut. Sonst hier mein Senator mit nicht spiegelverkehrten Kennzeichen. Guck, seht ihr? Da. Guck. Da, seht ihr? Nicht irgendwie anders. Mein Tobi, mein Nasi. Guck hier auch. Alles richtig rum. Da, seht ihr? Alles normal. Müsste 75 PS sein. Guck vorher nach. Ja, tue ich doch. Guck da. Seht ihr? Ist alles beim Alten. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn man den hier auf seiner Tür. 75. Ja, genau. Ein, zwei Jahre halt, ne, wenn du den kennst. Deswegen, der ist auch relativ, ich denke, der wird nicht lange bei uns stehen. Ich schreibe da am Ende jetzt hier wahrscheinlich 1,4 ran. Neutiv hat er ja schon. Machen ihn einmal noch mal ein bisschen frisch und dann kann der eigentlich wieder raus. Ich denke mal, wir sind ein Problem nicht haben, das Ding. Wird seinen Job wohl machen. Ich habe noch ein bisschen mehr für euch tatsächlich an Autos, die ich geholt habe. Zum Thema Autohandel-Update. Nee, sind sicher, ihr müsst ja vorstellen, es sieht ja alles beschissener aus. Also der Senator ist ziemlich scheiße, wenn man lacht, ja. Aber wenn ich jetzt hier stehe und das anstrahle, ist natürlich alles scheiße. Guck mal, bei denen sieht man jetzt jede Macke bei so einem Skoda. Wenn der jetzt vor euch steht, ne, der Wagen, wenn der vor euch steht, denkt ihr, der ist perfekt. Ne? Ja, Millimeter einpacken kann ich, habe ich Übung. Die eigentliche Autoaufbereitung in den Preissegment von Gurken muss der Kunde übernehmen. Was will der? Hilft nichts. Hilft nichts, dann kauft der Kunde aber nicht. Wie schon gesagt, ich habe schon ganz, ganz, ganz viele Sachen probiert und getan und keine Ahnung was.
der Kunde kauft die Scheiße am Ende nicht. Und wenn der Kunde die Scheiße nicht kauft, dann kannst du noch so viele Rakierkisten da hinstellen. Das hilft nichts. Also Tine muss da einmal durch. Das geht nicht anders. Der muss einmal sauber gemacht werden. Beide. Und das ist gut. Vor allem will ich auch saubere Autos rausgeben. Der Fabia würde wahrscheinlich morgen online kommen. Aber wenn ihr das Ding haben wollt, könnt ihr mal hier schon für Instagram anschreiben, ob bei Kleinanzeigen oder irgendwann. Ne? Weil der Fabia ist eine ziemlich sichere Nummer. Der hat, glaube ich, 1225 TÜV und ist bis 2022 Checkheft gepflegt. Der Ruben war noch gar nicht mal ein TÜV gewesen. Der ist erstmal den nächsten Dinger, jetzt die dran sind. Ich muss immer an diesen scheiß Auspuff wieder ranschweißen. Was macht der Carpi? Haben wir gerade schon gehabt, Michael. Kannst du dir morgen aber angucken im Video. Eine Karre für Wendeburg, also wenn ich Wendeburg wieder starte, Alter, mit der alten Karre, der dürfte noch.